Landwirt Daniel aus Niederbayern suchte in der 19. Staffel Bauersuchtfrau sein Liebesglück. Auch wenn es mit Bewerberin Valentina auf Anhieb funkte, wurde aus den beiden Singles kein Paar. Nach der Sendung machte der junge Viehwirt dann erneut mit Liebesnews von sich reden. Denn der 26-Jährige verliebte sich abseits der TV-Kameras in Jacqueline Carmen, die sich laut eigenen Angaben ebenfalls für den Jungbauern beworben hatte, aber nicht genommen wurde. Auf Instagram zeigten sich die beiden vor kurzem noch frisch verliebt. Doch das Liebesglück der beiden war nur von kurzer Dauer. Denn nun sind Daniel und Jacqueline Carmen schon wieder getrennt. Der Grund für das Liebesaus soll Daniels Mutter sein. Im Interview mit Promi Flash plauderte die Blondine nun über Details. Als ich dann wieder von München zu Hause war, habe ich gefühlt 10-mal am Tag mit Daniel telefoniert, weil er mich immer wieder mit Sorgen anrief. Er äußerte mir dann seine Bedenken, die seine Mutter mir gegenüber hat, erklärte Jacqueline Carmen nun. Das Verhältnis zwischen der ehemaligen Take-Me-Out-Teilnehmerin und Daniels Mutter sei schon vorher angespannt gewesen. Besonders traurig sei sie nun aber nicht über die Trennung, weil sie sich einen Mann wünsche, der weiß, was er will.